So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und irgendwie ist heute richtig kalt, ne? Das merkt man an der Gänsehaut. Verstehst du? Heute ist Freitag und ich habe gestern schon gesagt, dass ich heute wahrscheinlich keinen Stream machen werde. Gestern hatten wir ja die Demeteros Raids für Zuschauer. Heute habe ich gedacht, gehe ich mal wieder Eier brüten. Ich habe jetzt so ewig schon die 12 Kilometer Eier rumliegen, habe da keine Brutmaschinen rein. Es wird mal Zeit, diesen ganzen Stoß wegzubrüten. Ich habe immer noch kein Garnewild selber gebrütet. Ich habe zwar schon alle im Living Decks. Ich habe schon Lucky, ich habe männlich, ich habe weiblich. Ich möchte doch aber bitte selber mal eins brüten, denn gerade bei Lucky Trades ist die Anfrage immer da. Hast du ein Garnowill? Ich muss immer sagen, nein, keins zum Tauschen. Wir wollen deswegen jetzt mal 12 Kilometer Eier reinhauen. Dann gibt es abends halt Ramses Kitchen irgendwas. Heute ist Pupsi da, machen wir mal einen ruhigen. Gönn euch mal eine Auszeit. Und morgen ist ja schon der Sea Day. Morgen Sea Day mit Datiri, vergesst das nicht. Und es gibt natürlich auch wieder das Sea Day Spezialticket für 99 Cent für die Forschung. Kauft ihr euch das nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist mit den Haaren da los? Das sieht ja richtig lustig aus. Ich werde es mir natürlich kaufen für 99 Cent nehme ich das eigentlich immer mit, schon alleine auch wegen dem Knursp. Knursp alleine kann man zwar auch kaufen, würde ich aber nie machen. Aber in diesem Paket drin, warum nicht, kann ich mein Mewtwo einfach mal zum Best Buddy machen. Ich möchte dann noch einen Quabbel entwickeln. Das mache ich dann aber, wenn die Eier aufgegangen sind. Dieses rosane habe ich jetzt zwei Stück. 200er. Und dann möchte ich natürlich mir auch da den Eintrag noch holen, weil das rosane habe ich noch nicht entwickelt. Jetzt laufen wir mal ein bisschen. Ich guck mal, dass vielleicht in der Caridas-Gas die Eier aufgehen. Und wir uns dann aus der Caridas-Gas zurückmelden und gucken, ob ein Garnowill dabei ist. So, wir sind angekommen in der Caridas-Gas. Kennt man ja vielleicht von den Sea-Day-Videos, als die noch draußen gedreht wurden und nicht unbedingt im Livestream abgehalten, so wie morgen. Die Eier gehen jetzt auf und was mir noch auffällt, die ganze Woche war schönes Wetter, die ganze Woche super, es war so warm. Die Leute haben sich draußen rumgetummelt, überall, du hast nichts mehr gemerkt von Corona oder irgendwas. Selbst mitten auf dem Markt im Hotspot, alle unterwegs in Gruppen von 1000 Leuten, alle ohne Maske, ob jung, ob alt. Und jetzt, kaum ist Freitag, Pupsi kommt, ist das Wetter wieder so dermaßen brutal, dass du wieder an die Wohnung gefesselt bist. Ich glaube, das macht Pupsi mit Absicht. Die tut immer da den Wetter machen, damit man nicht mehr vor die Tür muss. Jetzt wollen wir aber mal die Eier abholen und mal gucken, wie viel da drin ist, was da drin ist und vor allem, wie viel das hat, was da drin ist. Und die Frisur fliegt immer noch rum. Wir haben ein Lavita, okay, mit 9600 Staub. Sehr schön, dass man natürlich beim Brüten auch immer Bonbons bekommt und XL-Bonbons, ja. Ihr könnt ja mal darauf achten, was die Höchstanzahl ist an XL-Bonbons, die jetzt bei rausgekommen ist. Das Lavita ist jetzt nichts, beziehungsweise jedes Lavita wäre nichts wahrscheinlich. Was mich interessiert ist, als erstes zum Beispiel der Staub, 9,6, 6,5, 3 XL-Bonbons. Ich glaube 9,6 ist das höchste, was man kriegen kann dort, oder? Alles aus Zaragoza, wunderbar. Da ist noch ein Rehkitz, das Rehkitz habe ich auch entwickelt letztens. Ist ja wieder mal saisonal, wie auch immer das heißt. 5,4 wird immer schlechter. Ich weiß gar nicht, wie viele Rehkitzen man bisher schon bekommen konnte. Ich habe, glaube ich, jetzt drei verschiedene und auch drei verschiedene Kronjuwild entwickelt. Ich glaube, irgendjemand hat, glaube ich, 4 geschickt oder so. Und 4 müsste ja dann das Maximum sein, 4,8. Das heißt, wenn wirklich schon alle 4 da waren, habe ich wohl irgendwas verpasst. Oder die Leute haben wieder gespooft und haben sich eins geholt, wo es jetzt gerade kalt ist, wo es bei uns doch so schön warm ist. Das dritte Lavita mit 9,1, das sieht gut aus, 5XL. Also deswegen brüte ich eigentlich wirklich nur 12 Kilometer Eier, wenn ich was brüte. Das heißt, ich darf auch so lange keinen Stop drehen, bis ich die 12 Kilometer Eier wieder voll habe, sonst kriege ich ja ein anderes und dann muss ich ja ein anderes brüten.
Skalück interessiert niemanden. 4,8. Obwohl, da freut man sich doch über einen 100er, glaube ich. Das ist eigentlich recht gut, aber weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der sich wirklich über einen Skalück freut. Ein Gladiandri. Gladiandri war sogar richtig. Jetzt habe ich auch den Staub verpasst, weil ich einfach auf die Bonbons geguckt habe. Gladiandri, okay, ist ein 8,6,3, 93%. Ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar das Beste, was ich jetzt habe. Mich stört das mit den Haaren, ey. Die muss ich immer so reinquetschen, dass sie da nicht so rumfliegen. Weil mir ist es jetzt 9.30 Uhr. Das nächste Gladiandri. Ab 10 Uhr kommt die Spezialforschung. Die Entschädigungs-Spezialforschung vom Entschädigungsevent, wo man nochmal nette Items bekommen kann, abstauben. Da werde ich vielleicht auch ein Video machen, wie ich die Forschung löse. Es sind ja, glaube ich, nur vier Kapitel. Vier Kapitel alle in ein Video gepackt. Müsste also auch gehen. Muss ich nur gucken, wann ich das dann mal hochhau. Eier müssten auch gleich alle fertig sein. Noch ein Gladiandri hinterher. Und ein Skalück. Ja, Skalück einfach der hässliche Bruder von Togepi. Ne? Jetzt habe ich wieder nicht auf die... Ich glaube, es waren auch nur 4.800 an Staub. IV sind auch wieder schlecht. Eins noch. Müsste aber, glaube ich, jetzt das letzte sein. Von hätte ich das auch einfach zu Hause machen können. Ich hätte mich auch zu Hause hinsetzen können, einfach am PC in die Wärme, ganz gemütlich. 5XL, 5600 Staub. Auch ein 93er. Letztens habe ich ein 100er gebrütet, glaube ich, oder? In irgendeiner. Wer das regelmäßig guckt, wird es ja gesehen haben, müsste, glaube ich, ein 100er Absol dabei gewesen sein. In den letzten Folgen so. Als es das letzte Mal Eier gab. Oder das vorletzte Mal oder wann auch immer. Noch ein Gladiandri. 9600. 6 XL Bonbons, okay. Und natürlich wieder unterirdisch schlecht. Also 11, 10, 10. Damit gewinnst du nichts. Noch ein 12er. Und ein... Hä? Ich dachte, Unratytox gibt's gar nicht mehr in den 12 Kilometer Eiern. Vielleicht ist das schon... Entweder täusche ich mich oder es ist einfach so alt und schlecht. Alt und schlecht, das passt zu Unratytox. Jetzt sind die auf jeden Fall durch. 48.000 EP gab es noch. Wir wollen mal das Quabbel suchen. So, jetzt habe ich hier verschiedene. Ich kann euch schon mal auf die Hand nehmen, schon mal ein Stück nämlich weiterlaufen. Wir nehmen mal das höchste Quabbel. Ihr seht das hier, da ist unten noch ein Schatten drin, das heißt, das habe ich noch nicht entwickelt. Deswegen drücken wir jetzt einfach mal hier drauf, Quabbel entwickeln. Sieht ja im Prinzip genauso aus wie das andere, hat halt nur eine andere Farbe. Also. Und vor allem weiß ich den Namen nicht, sehe ich dann erst wieder, wenn es da steht. Quabbel wird zu Aboqualyp. Wer sich solche Namen ausdenkt. Apo Qualyp, genau. Mit 2105. Und jetzt haben wir das Blaue mit der Weiterentwicklung. Wir haben das Rosane mit der Weiterentwicklung. Und wir haben eins übrig. Das heißt, wer noch einen Glückstausch braucht oder irgendwas, das als Lucky sucht, eins könnte ich noch abgeben. Ich habe dem Konstin, glaube ich, eins gegeben. Ja, Konstin wollte eins haben, der hat eins bekommen. Dafür gab es bei mir das Shiny Demeteros. Der kriegt aber noch ein Shiny Demeteros von mir zurück. Weil er es nicht als Lucky braucht, kriegt das als normal. So kann man sich natürlich auch einigen. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wir können die Kuh nochmal abchecken. Keine Shiny Kuh, leider nicht. Grüße an Paula. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und wann habt ihr das letzte Mal Eier gebrütet?